Hey Freunde, willkommen zurück zu Fortnite Battle Royale. Es ist Donnerstag und das bedeutet, es gibt neue Herausforderungen zu meistern. Also werde ich euch heute einmal zeigen, wo ihr Schatzkarte und Schatz findet und wo und wie ihr einlocht. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. Außerdem möchte ich mich noch ganz dolle für die Resonanz und das Feedback zum letzten Fortnite-Video bedanken. Also vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, wenn ich euch helfen kann. Also gut, dann lasst uns mal keine Zeit verlieren. Auf geht's! So, dann wollen wir mal. Die Schatzkarte in Snobby Shores findet ihr genau hier. Und sie sieht so aus. Sollte eigentlich ziemlich eindeutig sein, was das ist. Es sind nämlich die Haunted Hills. Wer hätte gedacht? Der Schatz befindet sich dann auf diesem Gebäude. Ja, genau. Oben drauf. Ihr müsst draufklettern. Und bitte denkt daran, ihr müsst die Schatzkarte selber nicht finden. Ihr könnt direkt nach Haunted Hills. So, Freunde, dann lasst mal eine Runde Golf spielen. Unsere Aufgabe ist nun hier, vom Abschlagplatz, das ist dieser, ins Grüne zu schlagen. Wir brauchen nicht das Loch treffen. Wir müssen nur den grünen Bereich um das Fähnchen herum treffen. Hier rot markiert. Das müssen wir nun auf 5 verschiedenen Kursen machen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Um einen besseren Überblick zu haben, habe ich euch meine Karte gemacht. Die Abschlagplätze mit rot markiert, durchnummeriert. Und die grünen Plätze, wo ihr reinschlagen müsst, mit kleinen blauen Fähnchen und passend zur Abschlagplatznummer auch durchnummeriert. Gut. Ich hoffe, das sieht jetzt nicht zu überladen aus und man erkennt alles gut. Also Freunde, dann hoffe ich, ich konnte euch weiterhelfen. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!